Herzlich willkommen und schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, auf 99 Damage mit der Fnatic Frackout League in der Gruppe B und die Spieler starten hier direkt. Also heute geht's flüssig los. Wir begrüßen euch von unserer Seite hier auf 99 Damage mit mir mit den Knochen und unserem Komod, dem Nuki, hier mit am Start. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, und wir freuen uns auf die erste Partie hier aus der Gruppe B der Fnatic Frackout League mit den Teams NiP gegen Fnatic. Diese Partie wird es heute übrigens zweimal geben. Einmal in der Fnatic Frackout League und später am Abend dann aus der ESEA, welche sehr wahrscheinlich wohl von BumBum übertragen wird. Ja, lassen wir uns überraschen auf dieses Spiel hier. NiP, die... Ja, darf man glaube ich sagen, in der kürzeren Vergangenheit nicht mehr ganz so erfolgreich waren, was die Matches anging. Bisschen geschwächelt haben und auch hier fällt der First Frag gegen Get Right außen von Lies. Bleibt abzuwarten. Trace. Starker Shot an der Rampe, Fiffler muss runter. Kommt da gerade noch so weg. Von Abgang zusätzlich Contact da. Starke Runde von Fnatic zum 1:0 hier in der Pistol Round. Ja, ich bin mal gespannt, ob NiP jetzt besser wieder trifft, als sie es in den letzten Spielen gemacht haben. Weil ich bin der Meinung auch, dass es oder ein Großteil daran lag, dass die anderen Gegner, wie zum Beispiel jetzt hier die Kopenhagen Wolves oder auch die Western Wolves, in den Spielen einfach deutlich besser getroffen haben. Ja. Und so wie ich das jetzt gesehen habe, legt NiP wohl so eine Art, ich weiß nicht, ob sie sogar wirklich ein Online-Bootcamp machen oder halt wirklich ein Bootcamp sind, aber ich habe gesehen, dass sie irgendwie angeblich bis 4 Uhr nachts Gegner suchen. Ja. Dann wirklich jetzt jeden Tag 10, 12 Stunden spielen, um wieder auf Form zu kommen. Ja, aber auch hier von Fnatic gerade perfekter Anti gespielt gegen die Standard-Pistol da von NiP. Ja. Get Right, der immer vom Main nach außen schaut, einen Abgang runtergeschickt, dann... Bisschen verzögert den Rampe-Push gespielt. Abgang macht zusätzlich Stress gegen den Rampe-Verschieber nach unten. Also war ein perfekter Move. Jetzt auch schön runtergespielt. Ja, man hat es gerade schön. Also, es hat FNAF wirklich schön gespielt, jetzt auch in der Runde. Man hat das gesehen, sie gehen schön zusammen vor. Und ich habe zum Beispiel in der Chase von Kerrigan, der wurde so ein bisschen vorgeschickt, der tötet den Main-Spieler und zieht sich sofort zurück, weil er selber auch einen Headshot bekommen hat. Also nicht unnötig jetzt Waffen verloren. Sehr souverän runtergespielt. Ja, keine einzige Waffe verloren sogar. Ja, glaubst du, dass mit Kerrigan jetzt wieder ein frischer Wind da bei Fnatic reinkommt, den sie gebraucht haben? Oder ist es jetzt auch nur so eine Übergangsphase, weil halt jetzt am Anfang? Beides, sage ich mal. Also ich denke schon, dass es ein Vorteil ist jetzt für sie, da Finn ja Däne ist und sie halt Dänisch ansagen. Ich habe mit Stinger halt gesprochen. Er hatte selber so ein bisschen Motivationsprobleme persönlich halt gehabt und er fand es auch schwieriger, so auf Dänisch anzusagen. Verstanden hat er wohl alles relativ gut, aber halt einfach die Kommunikation war so ein bisschen vom Sagen her schwieriger. Das gleiche Problem hatten wir im Grunde mit Finn auch, dass er halt so ein bisschen, ja, nicht dazugehört, sag ich jetzt mal, allein durch die Sprache einfach. Ja. Bleibt mal abzuwarten, gut sie das halt jetzt mit Finn halt spielen werden. Da ja auch komplett andere Poses wieder spielt, als er bei uns gespielt hat, zum Beispiel. Oh, aber bis jetzt sieht es eigentlich sehr gut aus. Boah, den muss er haben. Erwartet, ja. Kerrigan super low. Mordi muss im Grunde First Contact haben. Kerrigan muss versuchen, möglichst lange Zeit rauszuzögern. Ja, aber auch perfekt dafür. Dass Mordi wirklich den First Contact hat. Ah, er kriegt den Frag. Aber Mordi ist super low. Aber jetzt wissen wir, wo er ist. Aber das kann er holen. Er muss nur den einen Frag setzen. Traut sich nicht. Oh, schade. Ist er auf Timing rum, dass wenn er den macht, dass auch der zweite dann halt nicht mehr den Frag machen kann. Also gut gewartet. Wenn er den Planter holt, beziehungsweise den Diffuser holt, dann kann NiP nicht mehr diffusen. Und da hat er da ganz gut aufs Timing gewartet. War halt eine schwierige Situation. Dadurch, dass die Bombe auch sehr nah zur Tür lag, konnte er vom Fenster halt gar nichts machen. Und das Problem war auch, dass die Tür einfach nach außen auf war, also zur Innenseite des Spots hin. Damit musste er. Ja, er kann auch nicht rangehen und die Tür einfach mal auf und zu machen, wie du es gerne aus dem Toxic halt machst. Dann zählt dir so ein bisschen. Ja.
außer Fassung zu bringen, sag ich mal. So, Fnatic aber trotzdem noch Geld, dadurch, dass sie in dieser zweiten Anti-Eco keine einzige Waffe verloren haben. Bin wird außen wieder runtergeschickt. Ja, mal gespannt, also ich hab Silo, aber Kerrigan ist durch, ne? Sind außen schon durch, ja, Sweepos und Kerrigan. Das war so meiner Meinung nach bei Fnatic, ich habe ein Spiel auf Nuke gesehen, das weiß nicht gegen wen das jetzt war, ich glaube gegen Western Wolves oder Copenhagen Wolves. Da war so meiner Meinung nach so die Schwachstelle, dass sie außen zwar eingenommen hatten, auch Treppe, ja, aber dann irgendwie nichts daraus gemacht haben. Also ja. Kerrigan ist da immer, hat dann immer gegammelt, gewartet, aber ja. Genau. Hast du das, haben wir das mitkommentiert? Ich war glaube ich nicht am Kommentieren, aber ich habe es einfach nur gesehen. Aber, ja gut, wir haben das gleiche so gesehen, dass eben ja nie was draus passiert ist. Ja. Also da ist es halt dann schon besser, wenn sie dann, wie jetzt gerade eben auch, so zweit versuchen halt noch die Treppe einzunehmen, dass sie halt wirklich unten mehr Kontrolle haben, dass der CT einfach nicht da mit einem Mann decken kann, sondern halt, immer das Risiko hat, sie kommen jetzt gleich wirklich auf den Spot auch von unten. Ja. Die Idee ist auf jeden Fall besser gewesen, jetzt hat es leider halt vom Timing her nicht gepasst, dass sie beide gerade zum Schach gedeckt haben, als der Spieler auf der Treppe rumgezogen ist. Schöner Retake aber von Nip, ohne dass die Bombe gelegt war. Überzahl da runtergespielt mit der Nate aus dem Schacht in die Pommes rein. Und dann zieht der Catch wieder rum. Hat genau gepasst. Ja, das ist auch wichtig, dass nicht gelegt wurde. Dadurch, siehst du, können jetzt nicht kaufen. Mit der Bombe gelegt hätten sie kaufen können. Ja. So kann Nip jetzt ein bisschen Polster aufbauen, wenn sie diese Runde jetzt flawless überbringen. Gatorade fällt da wieder außen. Ich bin ein bisschen anti auf Gatorade, habe ich das Gefühl. Ja. Wissen so, wer spielt. Man kennt sich ja auch aus 6 schon. Ah, ja. Schöne Action da von Friberg mit dem Spray Control. Ja, das sind heute wieder einige, die Lags haben, andere, die gar keine Lags haben. Ich kann da momentan leider nicht wirklich viel machen. Habe keine Framedrops zum Server oder so. Das Einzige, ich werde für morgen nochmal probieren, eine andere Leitung zu nehmen. Ich habe das Gefühl, dass es am Routing liegt, weil ich das selber bei mir auch manchmal habe. Mal leckt man mal nicht, mal so. Das Interessante ist aber, also kann alles immer nur so, Placebo sein oder so, aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mit einer anderen Leitung dann hier streame, haben weniger Leute Probleme oder dann die anderen Probleme, die vorher keine hatten. Also es bringt auch nichts, wenn ich den Server bzw. nochmal den Stream neu starte, weil dann haben die vorher keine Probleme hatten, Probleme und ja. Pfifflern. Ah, er traut sich nicht. Da hätte Pfifflern eigentlich mal hochziehen müssen. Ja, dann wäre das jetzt macht, nicht passiert. Wär, genau. Ja, schade. Oh, Friberg, super. Du hast schon gesehen? Get Right hat gleich jetzt in dieser Runde schon gemerkt, dass sie ein bisschen Anti auf ihn spielen, hat sofort was anderes gemacht. Hat sich die Ava geht außen Cat, das glaube ich hat er so noch nie gespielt. Oh, Fies kriegt noch einen, aber dann Nip überlebt da mit zwei Mann. Und Fnatic wieder in. Nein, ich glaube sie kaufen. Ja, jetzt wird da alles hin und her gedroppt. Der Polster. Ja. Also Nuke ist halt eine wirklich schwierige Map, vor allem gegen Nip, finde ich. Nip's Style ist relativ konstant der gleiche, aber sie spielen das halt wirklich gut eigentlich. Ne? Also man weiß halt zum Beispiel immer, dass Exist sehr aggressiv die Pommes halt deckt. Ja. Und dass sie zur zweiten mal Rampe decken und erst verschieben, wenn irgendwie außen was ist. Aber das Problem, was man so, oder was ich halt gut an Nip eigentlich finde, ist, dass der Get Right halt wirklich, ja, wie soll man es sagen, ohne ihn jetzt irgendwie zu nahe zu treten, aber er spielt wie jemand, gegen den man nicht gerne spielen möchte, sagen wir es mal so. Du weißt halt nie, wie er deckt. Man sieht das jetzt, das ist er mit der Ava einfach, das hat er vorher selten gemacht, mal gammelt er einfach irgendwo Abgang, mal ist er da. Also man weiß nie wirklich, hat man jetzt Kontakt, hat man keinen Kontakt und trotzdem ist dadurch außen halt sehr gut gedeckt halt, weil sich der Terror einfach nicht traut, da einfach mal durchzuschleichen und sowas. Und das eigentlich meiner Meinung nach mit die stärkste Map von Nip auch. So, man Forest da rumschiebt. Cool, man sieht das jetzt zum Beispiel. Oh, Forest gefallen, ne? Schade.
Du hast mit. Natürlich jetzt schön gespielt. Raus, kriegt den zweiten, oh. Den dritten. Nein, als Exist. Aus dem Schach kriegt aber auch noch einen. Und Trace 1 AP. Und der ist down. Das ist bitter. Ah, da hätte Kerrigan früher was machen müssen, meiner Meinung nach. Jetzt läuft da ein Gadget rein. Ah, ich wollte das gerade noch erwähnen, bevor die gerade den Go gemacht haben. Ich war nämlich in Kerrigan's Chase, also war Abgang wieder durch und hat nichts gemacht quasi. Er hat nicht mal gespottet irgendwie. Ja. Und wenn er da irgendwie ein bisschen spottet, dann würde der Trepp mal schneller vorgehen können und auch helfen können. Oder halt einen Schacht irgendwie da abdecken. Schade. Wäre eine sehr wichtige Runde gewesen. Wir füllen jetzt aggressiv. Ja, Runde Nummer 8. Sieht man dann häufig, dass Nip eben mal ein bisschen was Offensives macht, um noch mehr Druck gegenüber dem Gegner aufzubauen. Ja. Natürlich auch nur, wenn das Geld selber soweit passt. Also selbst wenn sie diese Runde abgeben würden, wäre es jetzt noch nicht so dramatisch. Könnte nochmal kaufen. Und das ist dann so der Moment, wo sie eben ein paar aggressive Moves machen. Jetzt gerade eben die Pommes gepusht, Rampe gepusht ist. Normalerweise spielt dann auch Exist. Ja, jetzt sehen wir es. Wie er dann aggressiv Pommes einnimmt. Ja, und dann ist es unglaublich schwierig, hier Fnatic das runterzuspielen. Gadright, ja, Gadright hat sich jetzt eine AK. Kerrigan. Ja. Er hat wieder anders gespielt, ne? Also, es ist wirklich schwierig. Also. Ja. Was kann Fnatic machen? Im Grunde können sie versuchen, ich denke mal, was gut klappen könnte, wäre so eine Art Main-Split halt zu spielen. Ja, Gadright abspoken, aber der kriegt halt immer relativ gut Support, wenn er merkt, dass außen da ein bisschen aufgebaut wird auf ihn. So, jetzt passiert das stimmt. Pause bei mir? Ja, die Sache ist halt, ist bei dir auch gesagt, Pause? Man weiß halt, dass. Bei mir ist auch Pause, ich glaube, okay. Da ist jemand getroffen, ja, okay. Oder so. Ich sehe es bloß gerade nicht, wer es sein könnte. Aber die Sache ist, man sieht halt immer, dass Fnatic halt. Dass Nip halt wirklich immer mit Fiflan und Frost an der Rampe sind. Ja. Weit. Ich weiß halt nicht, ich habe es jetzt. Selten gesehen, glaube ich, dass jemand mal wirklich was Schnelles versucht hat, so nach dem Mod, oder ein bisschen schneller versucht hat. Aber sie sind ja wirklich zu zweit konstant an der Rampe halt, die ganze Zeit eigentlich. Sagen wir mal, einer macht jetzt ein bisschen Druck auf die Rampe, ne, indem er da, ich meine, sie smoken ja selber rein, indem er halt mal abflasht. Ja, eh schmeißt du sowas, einen Mini-Stress macht, sag ich mal, einen Vorhalle-Spieler lässt, der halt Butze abdeckt, aber trotzdem halt Main flashen könnte. Und dann machst du halt außen diese Smokes, aber musst dir halt natürlich irgendwelche Smokes überlegen, die du jetzt konstant schmeißt, sag ich mal, mit denen du aber Main reingehen könntest. Halt, was nicht spielst, genau, genau. Aber es ist halt natürlich verdammt schwer, weil du dann jedes Mal wirklich zwei, drei Smokes von Anfang an hinschmeißen musst, die für nichts anderes hast. Ja. Aber kann halt auch sein, ne? Nip lässt Fnatic da eben den Platz und einen Abgang, weil sie halt vielleicht wissen, dass Kerrigan da bisher nicht so viel draus gemacht hat. Von daher lässt man Abgang offen, weil sonst hast du nämlich auch immer oft gesehen, dass eben sehr schnell jemand Abgang schiebt oder dass dann quasi Forrest außen übernimmt, Gadright sich um die Halle kümmert und dann schnell immer über Schacht Abgang quasi hochkommt. Also auch diese Variante haben sie da, wenn es da eben ein bisschen Probleme gibt. Aber mal gucken, also bisher läuft es ja für sie 6-2 der Spielstand. Keine großen Probleme bei ihnen. Ja, und vielleicht können wir jetzt noch ganz kurz nachholen, was wir am Anfang nicht mehr geschafft haben, weil das Spiel direkt losging und die Spieler da direkt den Start gemacht haben. Nip hat eine 93,79% Quote, Fnatic mit 5,83% und 0,39% haben es sich nicht nehmen lassen, auf ein Draw zu tippen. 515 abgegebene Stimmen hier auf dieses Match. Und es geht weiter. Fnatic wieder zurück in der Eco. Und jetzt siehst du, Gadright steht close. Genau. Ich weiß. Er steht halt wirklich immer anders halt, ne? Das ist es halt. Gut, kann jetzt natürlich auch sein, weil er weiß, dass sie da eine Eco haben. Ich denke nicht, dass es daran liegt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt daran liegt. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn sie ihn jetzt nicht entdecken, dass er das nächste Runde nochmal genauso spielt. Ja, lass uns überraschen. Weil also wird halt trotzdem wirklich vermuten, dass es halt an der Eco liegt, dass er eben sehr close ist. Schnell guck mal, du siehst, Exist ist außen, Cat. Überrannt wirst. Ah, okay. Was ist auch zum Beispiel sehr gut gespielt von ihnen. Ja. Wir hören außen viel, ne? Wir verschieben sofort nach außen, lassen halt die Halle nur mit Freiburg halt fast offen. Ja, Get right halt im Main. Und dann stehen wir. Wie ist denn das sofort aus? Fries ist abgestürzt.
Der steht da noch im Vorraum, deshalb wird es die Pause gegeben haben. Ja, bei anderen Teams wirst du es wahrscheinlich nicht sehen, dass sie halt jetzt wie Exist einfach mal außen pushen da, ne? Er kriegt halt wirklich diese wichtigen Informationen, kann sofort zurückschieben. So, schauen wir mal, wie Gerrit jetzt steht. Jetzt steht auf jeden Fall wieder Garage drin. Gammelt er sich weg. Jetzt lässt er komplett auf Kontakt gehen, ja. Er steht Würde jetzt so, die dass ganze er Zeit trotzdem die warten. Füße sieht. Jetzt kommt die Smoke. Jetzt spottet er dann Darf auf nicht zu Dach. weit vorgehen, das weiß er auch, weil sonst wird er von oben gesehen. Ja, und Abgang hört er ja eigentlich, aber das ist jetzt auch schön gespielt von, ich weiß nicht, ist das Kerrigan? Ja, Ja, findet es oder wieder Trace, durch. ich weiß nicht, einer Nee, schleicht da Kerrigan ist einfach schon nur. durch. Jetzt haben sie geschossen. Jetzt wissen sie es spätestens mit den Jumps. Ja. Schacht ist auf Aber jeden das Fall ist. schon Freeberg drinne, Fifth und auch schon unten. Ja, aber es ist trotzdem gut von Fnatic, dass sie jetzt da wirklich das mal eingenommen haben. Haben halt auf jeden Fall mehr Kontrolle. Ja, jetzt lassen sie trotzdem erst wieder Rampe arbeiten. Trace kriegt aber den Shot dort. Boah, er laggt. Oh, es beschwert sich auch. Er hatte V ist keine Chance gehabt eigentlich. Oh, jetzt dürfen sie den Retake nicht verlieren. Verlieren sie auf jeden Fall. Dann nehmen wir auf jeden Fall, ja. 4 gegen 1. Fries steht noch unten. Und Silo wird jetzt gesehen. Zack. Auch sehr schön gespielt. Also, Friberg kommt da Schacht raus, schießt dann nur in die Richtung, wo die Bombe ist. Fünflon juckt es aber nicht. Also, sie lassen Fnatic da wirklich liegen. Er aimt nur Richtung Rampe, geht dann direkt Scheibe schauen. Also, der Planter ist denen dann in dem Fall komplett egal. Ja, und so halt runtergespielt, dass er da eben beide Frags bekommt. Also, ja, das hätte, ich glaube, das ist sowas, was Fnatic, wenn sie das mal sich eine Demo angucken, noch besser spielen würden, weil sie haben ja diesen Frag Rampe bekommen, ne? Ja. Er war dort, da war keiner mehr Rampe. Die hätten halt easy den Spot smoken können und halt nochmal rausgehen können zusammen, zu dritt wirklich. Ne, einer hinter den Schächten, vielleicht in die Schächte rein und dann decken sie halt ab, während man gelegt wird. Ja. Und das wäre halt die bessere Variante gewesen, Ja, aber. man hätte jetzt einfach noch diese 10 Sekunden, bis Trace wirklich so unten ist, warten können. Genau. Das war dann auch egal. So, wieder Offensiv-Push gewesen, diesmal von Forrest an der Rampe und Exist über die Pommes. Tja, und direkt wieder 5 gegen 3 Überzahlsituation. 4 gegen 2. Subnix sieht eine Scheibe. Und er wartet da. Exist, wenn er rausgeht, hat er den Frag. Macht er jetzt auch und Fries wieder Sehr interessante raus. Pose von Forrest, wenn du mal schnell noch erwähnen möchtest. Ja, gerne. Ja. Sieht man auch nicht so oft. Da wird's ja. Das ist also auch wieder gut von ihm gespielt. Er geht jetzt noch runter, bevor irgendwie wieder noch zufällig zur Rampe kommt und ihn dann sieht. Und jetzt vielleicht spielen sie das nächste Runde nochmal. Ja. Gleich von Anfang an einfach und lassen ihn dann da alleine einfach. Ja, Pose ist gut. Ist halt auf jeden Fall ein Überraschungsmoment. Und vor allem auch, dass du halt anfangs nicht gesehen wirst. Blind wirst du natürlich trotzdem, wenn da die Flashes auf die Rampe kommen. Muss ich halt genauso wegdrehen, aber hast halt auf Ja, jeden Fall den natürlich, aber du hast halt einfach Überraschungsvorteil. den Vorteil, dass du halt das gelbe Silo da, was in der Decke hängt, noch Ja. mitnehmen kannst, ne? Ja, kannst du halt Mit das hin und her gut buben. seiner Highsense wird er fast eh nicht blind. So, jetzt hat Get Right wieder aus dem Main mehr gespielt. Aber er weiß nicht, ob einer außen durchgeht, aber er vermutet das. So wie er da sich bewegt, ist ihm das zu leise einfach. Jetzt spottet er und schließt das schon komplett aus und jetzt weiß man im Grunde, jetzt kommt Rampe Go oder Halle Go. So, Exist. Doch, oh, der ist so blind, Oh, der der kriegt den ist Lucky so Headshot. Oh, Gold, aber noch er ein. kriegt Ach du zwei. Scheiße. Boah, das ist aber, ja gut, halt So, Lucky, ne? und kommt Okay. sogar nochmal weg und macht noch den Krass. Trace und jetzt Fries. Heute auffällig oft letzter Mann. Ja. Stark von Exist da. Blind zwei Krass gemacht. weggeholzt. Junge, 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 Junge. Er ist ja auch noch, also, warst du die ganze Zeit in deiner Chase? Ja. Er ist ja komplett, er war schon blind, als er auf der Butze Ja. war, ne? Runtergesprungen, echt alles blind gemacht.
Ne? Ja, aber gut, was willst du da als Terror machen? Du hast halt eh keine Chance. Du rennst halt quasi einfach rein. Wenn, dann kann ihn der Erste holen. In den Spray läufst du halt rein, so. Da ist dann eh. Und jetzt wieder aggressiv von ihm. Modi sofort down. Konnte einen Headshot setzen, aber. Passieren noch die Fracks an der Rampe. Ries fällt zum Silo. Und ist jetzt wieder last. Glaubst du, also Fries hat ja die letzten Wochen nicht mehr ganz so überzeugt. Ich meine, auch wenn er jetzt heute gerade die Stats wieder anführt, aber das ist halt auch oftmals, weil er dann der Letzte ist und dann halt noch einen Frack irgendwo bekommt oder so. Dass da vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen geschwunden ist, dass er dann oftmals der Letzte ist. Boah, oder ist es, das glaubt nicht, dass er der Letzte ist, weil er kein Selbstvertrauen hat. Ich meine, diesen in der Klasse, der die Jungs spielen halt, da ist einer nun mal der letzte Spieler als Terror meistens. Man sieht das bei Nip halt, da ist es immer Get Right halt. Man sieht es bei Virtus Pro, da ist es gerne mal ein Dozier oder halt auch ein Angel, der halt alleine irgendwo rumgeht. Das ist halt die Spielweise des Teams einfach. Ne? Und das Einzige, was du halt siehst, was halt Fehler sind oder wo man kein Vertrauen ist, wenn du halt zu zweit vorgehst, der Erste geht vor und du gehst nicht hinterher, du machst diesen Refrack nicht. Ja. Oder anders, was halt auch passieren kann, ist, der Erste geht nicht richtig vor und dann kriegst du so einen Doppel-Headshot. Das passiert halt auch gerne mal, weil der Erste halt keine Eier hat. Aber das hast du jetzt, weiß ich nicht, ob du das jetzt in diesem Spiel sehen kannst. Ich meine, gerade was jetzt passiert, ist ja im Grunde, dass Nip nur noch rumrennt, so gefühltermaßen, und Headshots verteilt. Pifflan hat den einen schon gespottet jetzt zum Beispiel, er weiß genau, dass Supox da ist. Der Meinung? Hat es gerochen. Werde ich das gut runterspielen. Er weiß es, komm. Schön gespielt von Supox. Das wird nix. Zieht da geduckt rum. Ja, ich spreche den immer falsch aus, sorry. Oh, 11:3 auf jeden Fall solider Vorsprung da. Selbst wenn es jetzt 11:4 ausgeht. Frag mich, wer bei Fnatic jetzt ansagt. Kerrigan sagt an. Okay. Wundert mich ein bisschen. Ja. Hätte ich also nicht gedacht. Er war auch erstmal überrascht, weil er halt ins Team kam und halt direkt Ansager machen musste. Aber man vertraut ihm da halt noch aus seinen 6 Zeiten. Am Anfang hat man sich da ein bisschen schwer getan und jetzt eben in dieser zweiten Phase versucht man es eben nochmal mit ihm. Und Ich frage mich jetzt zum Beispiel, wie er ansagen kann, wenn der Abgang alleine runtergeht, da? Das ist halt, weiß ich nicht. Würde ich persönlich jetzt nicht, wenn ich da alleine runtergehe und von da aus ansagen soll. Kerrigan, sehr schwer gefangen gerade im Schach. Boah, das war ein dicker Headshot von ihm. Ein guter AE gegen Modi. Der Last. Get right. Klärt da. Zum 12:3. Starke Halbzeitleistung von Nip. Fnatic muss da in dieser zweiten Halbzeit einiges Gas geben. Wir machen ganz kurz Werbung und sind gleich wieder für euch da. My life is gaming. I've been playing games since I was a kid. I watch live streams on a regular basis and I always think to myself, I want to be that guy. I want to interact with my own fans in my own creative way. So I downloaded XSplit Broadcaster because most of my favorite streamers were using it. I thought it was going to be difficult to set up and it turns out it's really simple. I already have streaming accounts on a couple different sites, and XSplit works with all of them. I can even stream to multiple sites at the same time. When I set up my broadcast, XSplit gave me more options than anything else I've tried, like capturing my desktop, adding a webcam with Chroma Key,
volume control, audio-video playback, even adding my game directly as a source to the software. I mean, this is awesome. Basically, anything I can see or hear on my PC can become a part of my full-screen HD stream. If you're like me and you want to start streaming, go to XSplit.com and download the software and start using it for free. Willkommen zurück zur Halbzeit 2 für Fnatic gegen NiP 12:3. Der Halbzeitstand für die Ninjas in Pyjamas auf der CD-Seite. Und nun müssen sie auf der T-Seite ja mindestens genauso gut spielen. Fnatic braucht hier zu 100% die Pistol, ansonsten wird das ein verdammt schwieriges Spiel. Ja, wenn man die Pistol holt, die erste Crypto holt, gut reinkommt ins Spiel, dann kann man das vielleicht nochmal zu einem sehr, sehr engen, knappen Spiel werden lassen. Bei uns weiterhin als Kommando dabei, der Nuki. Und dann schauen wir mal in die zweite Hälfte. Friberg außen unterwegs, setzt direkt erstmal den Hit gegen Fries. Ach, 9 AP. Ja, das war ein guter One-Click aus der Glock. Haben wir nochmal gesehen. Oh, jetzt aber Exist einen abgekriegt. Ja. Auf 3 AP. Und Kerrigan wartet unten am U. Viert unten durch. Ah, Fnatic steht da sehr, sehr gut unten. Jetzt right wieder ganz auf der anderen Seite der Map nach dem Mopper. Forrest ist durch die Schächte Halle hoch. Sieht, dass Halle komplett frei ist und jetzt verschieben seine Mates natürlich alle zurück. Steht noch. Molly. Ja. Aber der wird. Oh, ein. Oh. Ja. Schade. Da geht er da so ein Ding wieder rein und frisst Last 3, 9 HP. Ja, schade für Molly, dass er da nur einen macht. Ja, der war Formsache. Forrest gegen seinen Verehrer, ja, Forrest Bambi Jaggern. Selbst wenn er den zweiten gemacht hätte, wäre es schwierig geworden, weil spätestens der dritte muss ihn holen und ein 2-on-1 gegen 9 HP ist eigentlich. Auch ja, relativ einfach zu holen. Aus dem 12:3 wird ein 13:3 NiP mit der zweiten Pistole hier. Und direkt außen wieder unterwegs. Fries wird es da wieder spotten können. Da fällt. Er hat keine Chance. Kerrigan über Abgang ist auch obvious move. Ah, kriegt aber einen. Ah, der hintere hat ihn abgeaimt. Ja. So, wenn sie jetzt Abgang durchgehen, standen da wieder zu zweit perfekt eigentlich. Trace Moddy, schieben aber wieder hoch. Und Subnix Vater geht weit. Aber den kriegt er aber auch nicht. Ja. 20 HP bei ihm. Trace Last gegen 4. Außer dazu sagen, also NiP hat hier diese zweite Pistole geholt, die T-Pistole, aber auch Fnatic hat die T-Pistole geholt, an der das 3:0, ne, 2:1 stand es. Ja, genau. Also beziehungsweise 2:0, dann hat NiP gekauft, 2:1 gemacht. Ja, aber dann diese drei Runden natürlich zu wenig. Bisher waren oftmals die Stats auch auf Nuke, wer als T beginnt, gewinnt das Spiel am Ende. Aber NiP scheint damit ein Problem zu haben. Aber Fnatic kauft natürlich, was geht. Das ist er auch. So,
So, und das ist halt der Unterschied jetzt, genau das hat man gesehen, der Unterschied zwischen Fnatic und Nip. Der Xbox steht da aggressiv alleine, hat das Duell, verliert das Duell, selbst wenn er das Duell gewinnt, ne, ist er vom zweiten spätestens down wieder. Und das hat halt Nip gar nicht, dazu hat es Nip gar nicht kommen lassen. Ne? Die haben entweder das einfach komplett offen gelassen oder Retake gespielt, oder sie hatten halt Schacht ein und Abgang, also an den Treppen unten im Fenster ein, ne, oder Gerd vorher schon einen Headshot gesetzt, irgendwie sowas. Ne? Oder als Alternative halt das. Ja, beziehungsweise kriegt halt vorher schon Support mit dem, ja, genau, Außenkette oder sowas. Ja, oder sie pushen halt einfach mal Rampe halt, ne? Ja, also genau. Was sie jetzt auch gerne machen, ne? Bis außen durch, Rampe pushen, da kann ja nur noch ein oder zwei sein. Da macht Fnatic dann halt in dem Fall den Fehler. Oder Xypox halt. Ja, kann natürlich auch sein, dass sie da jetzt ein bisschen zu vorsichtig sind. Weil sie halt wissen, wenn die Runde verloren ist, ist das Spiel halt so gut wie GG. Überzahlsituation jetzt bei Fnatic. Für Florian Forest, Plant kommt. Wissen, Pfiffern ist. Schöner Headshot. So, und Forest ist eigentlich auch jetzt auf jeden Fall bekannt. Ja, den zweiten kriegt er nicht mehr. Trace überlebt mit 2 AP. Freeze kann defusen gehen. Ja, ähnlicher Spielverlauf. 2-0. Dann die CTs mit der Runde. Auch wenn Nip das vorhin etwas souveräner gespielt hat. Die Runde trotzdem sehr, sehr teuer war für Fnatic. Also sie tut trotzdem weh. Auch wenn man die Runde holt. Ja, und Nip könnte es sogar riskieren und machen es auch. So, eine kann gelegt werden. Ja, und alle 5 mit Waffen. Unseren AWP bei Forest. Ja. Also, gleiches Spiel wie vorhin. Nip hat ja auch die erste Runde dann geholt. Fnatic trotzdem nochmal gekauft. Nur, dass wir hier jetzt die AWP sehen. Jetzt muss Freeze außen aufpassen. Forest wieder auf dem Gelb nehmen und. Boah, exist. Einfach so, direkt Headshot. Kelp auch noch gespottet worden. Abgang sofort weiter. Kerrigan macht ihn aber. Oh, Forest gibt auch gute Hits durch die Smoke da. Ja. Ja, da braucht sich kein CT mehr zeigen da gegen außen. Move ist jetzt aber gut, Fifth Ruin ist Main da. Get right, kann dann Pommes kommen. Oh, jetzt darauf, Xypnix ist Cat oben. Jetzt wieder gesehen, Get right. Ah, den hätte er das sehen können. Ja, das Problem ist, er kann aber auch nicht rauslaufen. Ne? Das war gut vom Cat-Spieler auch gemacht, dass er da rumgeht und nicht einfach nur oben im Loch bleibt. Dann kann er seinem Mate manchmal nämlich nicht helfen. Durch das Silo ist einfach dann der Spot halt ein bisschen verdeckt. Da standen zwei unten am Spot, nicht? Dachte. Nee, einer da war noch nur einer am Spot. Echt? Sicher? Beim, ich dachte, ich hätte zwei gemacht? Gesehen, aber kann sein. Dass er einer da im Set war. Kerrigan war unten? Ja, und Modi auch. In den Schächten. Also Modi war auch unten? Ja. Ja, gut, aber am Spot war, glaube ich, nur eine. Okay. Naja, nicht Runden entscheidend jetzt. Also, Get Right war letztendlich da, um abzufangen, falls jemand in eben Pommes reinpusht, weil sie eben wissen, dass Main kommt, dass dann einer versucht, eben schnell in die Pommes reinzugehen und Get Right dann eben da den Frag setzen kann. Hat dann aber erst nochmal für seinen Mate gecheckt, ob irgendwas Schächte ist und wird dann eben von hinten geholt aus der Pommes. Genau, 2-2. Jetzt wird Forest außen versuchen, auf den Frag zu gehen. Das sollte Fries da außen auf jeden Fall wissen, jetzt nicht irgendwie sich dumm zeigen, das spielt er auch gut. Wartet einfach nur und spielt auf Sound außen. Ja, seine Mates fangen ab. Ja. Sie wissen jetzt auch, so zwei, zu dritt decken sie jetzt außen quasi. Einfach nur gut zusammen spielen, sich nicht gegenseitig flashen. Assist Hit bekommen, 11 HP. Ja, ihr sitzt schon. Machen Sie gut. 3-2 in dieser Hälfte für Fnatic. Overall steht es 14-6. Für die Jungs von Nip.
19.30 Uhr, bei mir kommt zum ersten Mal am Tag die Sonne raus. Gratuliere. Ich bin aber weg. Ja, wärst du vorher mal auf das Seil unterwegs gewesen, dann hättest du schon früher Sonne gehabt. Ist es wieder low? Oh, ein Modi ist schon komplett außen durch hinterher. Oh. Den muss Get Right eigentlich haben. Ja, kriegt den zweiten da auf jeden Fall. Forest. Oh, ist er zu wild. Ich hoffe, dass das jetzt nicht noch irgendwie was kostet, dass er da noch zu weit leer gepusht ist mit seinen 20 HP. Kerrigan kriegt einen, dann down. Die ist aber trotzdem noch einen Hit bekommen dadurch die Box. Also. Boah, das. Das ist halt jetzt sehr ärgerlich. Das ist nicht ärgerlich, das ist dumm, ne? Also, Fries macht ihn trotzdem wieder. Teure Runde, aber Geldpolster ist auf jeden Fall dabei, Fnatic. Trotzdem kann sich das später im Spiel halt rechnen, aber. Weil, wenn wir fair sein wollen, eine Runde abgeben, dürfen sie eh nicht mehr, weil ansonsten maximal nur noch Draw drinne. Ja, ja auch das stimmt natürlich. Wobei ich denke auch ein Draw nach diesem Start ist immer noch ein akzeptables Ergebnis für Fnatic. Ist außen wieder ABP. Forest macht aber immer wieder seinen Frag. Und diese Halbzeit dominiert er auf jeden Fall. 5 zu 2. Spiel wird langsam enger. Achte Runde bei Fnatic. Bin mal gespannt, wann Nip einfach mal die Rampe angreifen wird. Machen sie nämlich ja, eigentlich bisher, auch ganz gerne mal, dass sie einfach zu dritt, zu viert die Rampe angreifen. Bisher bauen sie noch sehr lange über außen auf immer wieder, aber jetzt Friberg schnell Rampe unterwegs. Das könnte der Standard-Go sein. Jawohl, X ist runter. Friberg wartet dann auf seine Mates. Ah, okay, jetzt ist er durch. Race ist unten auf dem Spot. Pusht, glaube ich, die Rampe. Ne, unentschieden. Ah, damit hat Carry, glaube ich, nicht gerechnet. Hat Trace auch keine Chance mehr. Also nicht so Gold, Fries. Weiß, dass er eine Rampe ist und Molly, das könnte aus dem Schacht auch nicht mehr viel machen. Wäre sogar fast schon die klügste Entscheidung, die beiden Waffen in die nächste Runde zu bringen. Was haben wir da an Geld? Naja, man kann kaufen auf jeden Fall. Einer kann wird legen können. Get right, wo der dann immer überall ist, ne? Der, da erwartest du nicht mal einen Putzeimer, in den du reinlaufen könntest, aber dann steht da doch noch ein Get Right. Ein unangenehmer Gegner. Ja. So, 15. Runde, safe für Fnatic. Für Nip, sorry. Alles drin, außer Win für Fnatic. So rum. So, und wenn jetzt noch eine Runde in die Hose geht, ist dieses Spiel gelaufen für die Dänen. Man konnte keine Hits außen setzen. Oder wenige Hits. Irgendwie wird's so schwer. Modi aber bei ihm, jetzt schiebt er wieder weg. Also solange die Smoke da ist, kann er ruhig wegschieben. Aber. Aber so wie es aussieht, wird er auch nicht wieder zurückschieben. Oh, Fries. Das war nicht gut gemacht von ihm. Und jetzt kommen sie und jetzt müsste Molly da sein. Boah! Kerrigan kriegt da instant eins reingebrettert. Anders kann man es nicht nennen. Nichts geht außen, Abgang hinterher.
wird da von Pfifflern erwartet. Damit wird er nicht rechnen. Ja. Boah, ich krieg trotzdem den Frag. Aber 4 und 1 HP. Boah. Oh, optimale Voraussetzung, um diese Runde dann noch zu drehen. Exist mit dem ersten und Schacht hört er. Ja, hört er. Ja. Keine Chance. GG! Nip gewinnt hier ihr Auftaktmatch in dieser Gruppe B in der Fnatic Fragout League mit einem 16:8 Endstand. Ja, und damit freuen wir uns gleich auf die zweite Partie am heutigen Abend, nämlich ESC gegen LDLC. Ebenfalls ein Spiel hier aus dieser Gruppe B. Gruppe A haben wir komplett abgehakt mit den gestrigen Matches, dann beendet. Ja, und hier in dieser Gruppe B, NiP, Fnatic, ESC, LDLC, Kick, Infected Nation und ESC gegen LDLC. Das werden wir gleich sehen um 20 Uhr und zuvor. Habt ihr nochmal die Möglichkeit, auf das nächste Game jetzt zu tippen? Momentan die Quote dort 54% für ESC, 45% für LDLC und 0,44% für ein Draw. 459 abgegebene Wetten, also geht nochmal schnell rauf auf 99damage.de. Gebt eure Tipps ab und guckt mal, was ich heute bekommen habe. Ist das was? Ein Flutschfinger aus Holz. Geil, ne? Flutschfinger aus Holz. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, bei Lidl gibt es momentan Angebote für Flutschfinger. Also wer Lust hat, rein da, noch hat er auf. Ansonsten morgen früh. Wir sehen uns in wenigen Minuten zurück mit LDLC gegen ESC. Dranbleiben hier.